August 1944. Es ist soweit. Wir befreien Paris. Die 2. französische Panzerdivision und die 4. US-Infanteriedivision treffen bei Dämmerung ein. Heute Nacht geht es los. Oh ja, und diesmal auch wieder mit mir im Mikrofon. Ich bin der Gemin Hood und wir sind dann auf der Reihe Call of Duty World War II bei der Mission Befreien. Tut mir leid, dass in den letzten drei Parts ich nicht zu hören war. Ich habe es leider verabsäumt, das Mikrofon anzuschalten im Aufnahmetool. Ja, draufgeblieben bin ich natürlich erst ganz zum Schluss. Aber gut, neue Woche, nachdem heute Montag ist. Also auch für euch ein Video. Neues Glück. Na dann, Mission starten. Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite, Kasserine. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Nett, dass sie uns ihre Freunde nennt. Ich weiß, dass ich mit ihr befreundet bin. Sie ist nur eine Genossin. Gorbatschow, Wodka. So, das war mein ganzes... Da, das kann ich auch noch. Das war mein ganzes Ruski. Ein Kontrollpunkt. Nazi-Schweine. Wir fahren ja schon. Dieser Albtraum ist bald vorbei. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Alles klar, okay. Also ich bin jetzt die Rousseau. Gerhard Schneider, 24. Januar 1911, Hamburg, Deutschland. Geburtstag in Pizzapadu. Also von 23. September, was? Nicht keine Religion zugehörig. Kommandant des Kampfspiegels. Ich würde es eigentlich merken, was da alles markiert ist. Also, nun, wir sind Gerda Schneider. Wohnen in Hamburg. Unser Kommandant ist der Franz Spiegel. Und der Zweck sind die Reisepapiere für den Polizeiführer Heinrich. Wie heißen wir? Gerda Schneider. Gerda Schneider, Hamburg, Franz Spiegel. Ja. Wird schon passen. Das ist unsere einzige Chance. Den Insider anzuwerben hatte einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Los geht's, Schneider. Wer hat Sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Ah, wir können sich jetzt aber nochmal nachlunzen. Gerda Schneider. Guten Abend. Hamburg, Freund Spiegel, Polizeiführer Heinrich.
Oh, sollen wir jetzt mal kurz schauen, ob daraus noch zu sagen gibt, eventuell. Weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ja, okay, gut. Ich komme ja schon, ich komme schon. Bitte schön, was hätten Sie gern? Viereck. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Bevor wir jetzt den Checkpoint passieren. Ich nehme mal an... Ach, okay, wir haben es schon passiert. Na gut. Ich meine, wenn wir die falsche Antwort gegeben hätten, wären wir wahrscheinlich erschossen worden. Das ganze Spiel ist von neu angefangen. Die nächste Patrouille los. In 30 Minuten. Na, keiner Mann. Ich. Wir werden wohl mehr Patrouillen rausschicken müssen. Warum das? Kann man hier irgendwo was? Na gut. Polizeihaftgebiet. Deutsch besetzt. Erschreckend. Oh Mann, ich höre schon wieder Hunde. Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Haha, sind alle graue Anzüge gescheiter. Guten Abend, ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Ich darf es der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Dinge. Ist er das? Oder kann ich da jeden möglichen ansprechen? Wo müssen wir heim? Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Mann, jetzt habe ich Hunger. Oh, schöne Musik. Darf ich das lesen? Ja, das ist eine Folgebreite. Er will es nicht hören. So, aber jetzt habe ich hier das Sagen. Herr Ober. Weißt du, was sie hier will? Masserboden. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ich bringe Sie gerne zu Herrn Weber. Das ging easy. Ah, die Toiletten. Kennst du sie? Ich gehe mal aufs WC. Na? Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen. Wo ist er stationiert? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Wie läuft der Brief denn? Was ist denn das? Achso, ihr alles Damen, ja. Haha, guck keiner an. Oh, gleich einen Verbandskasten. Aha, da komme ich in den Hof raus. Na? Anand. Ganz gewaltig. So was würde ich nicht laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Schlimmer. Ja, doch, ja. Echt cool aufgebaut. Was passiert, wenn ich darauf will? Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Dankeschön. Gerade rechtzeitig für die Besprechung. Aber erst. Ich mach kurz da aufschauen. Und mal ein bisschen runterschauen. Die Lokalisierung. Was? Wieso?
Muss ich den Typen jetzt doch nicht mehr finden? Na, warte mal. Habe ich jetzt den Schritt übersprungen? Oder kann ich den hinten jetzt zum Beispiel noch ansprechen? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Verlaines Gedicht, das Herbstlied? Das war eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Mhm, das ist eindeutig der Falsche. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Soll ich eine falsche Antwort geben? Nein, wir geben die richtige. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Vielen Dank für das nette Gespräch. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. So, jetzt gehen wir noch zu dem einen da hinten auch. Weißt du, was er will? Sag mal, reden die von mir? Warte mal, was haben wir noch für Infos, die abgefragt werden können? Eigentlich nicht mehr viele. Oh, Herr Beruf Krankenschwester. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ja, klar. Danke, du mir kurz. Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen, kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Dankeschön. Aber dich frage ich jetzt. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Dankeschön. Okay, deswegen haben wir das gleich so übersprungen. Na dann, gehen wir mal in den Keller spielen. Aber liebe Leute, das machen wir erst im nächsten Part. Hihihihi. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt mich jetzt gut verstanden. Auch wenn ich nicht viel geredet habe in dem Video. Aber es war so eine angenehme, ruhige Atmosphäre. Da bin ich direkt auch runtergekommen. Von daher, bis zum nächsten Part von Call of Duty World War II. Wäre nett, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Part. Ciao.